Hey, Bro. Oh, Mann. Das sind Quotenmänner. Und das war der Lewis Hamilton, der angeblich wieder Weltmeister geworden ist in der Formel 1. Ich habe nicht eine Sekunde von dieser Saison. Haben die es geschaut? Nix. Nicht mehr. Nein, ich schaue schon viele Jahre keine Formel 1 mehr. Ich bin alter Mann, ich habe ja noch Ayrton Senna, Alain Prost und all die noch erlebt. Als Bub, da hat man jeden Sonntag mit meinem Vater zusammen Formel 1 geschaut. Ja. Ich auch, ich habe es geliebt. Und ja. Einschlafen nach 10 Runden von diesem monotonen. Im Nachhinein verstehst so du die Faszination nicht. Nein. Ist hure schräg. Du schaust einfach irgendwelchen reichen Typen beim schnellen Autofahren zu. Ja, das ist schon absurd. Null Sinn. Ja, völlig schräg. Seit man sich in der Formel 1 das Cockpit kann kaufen, in dem Sinn, ich gebe euch jetzt 48 Millionen und dann darf ich eine Saison lang mitfahren. Also, okay. Dafür kannst du noch ein Parfüm machen. Das ist die letzte Schlagzeile, die ich noch mitbekommen habe. Formel 1, ich mache jetzt Parfüm. Ja. Es ist eine avantgardistische Komposition mit unnachahmlichen Noten von Gummiantrieb und Regen auf salzigem Asphalt, hat sie in der Kritik geheißen. Es müsste mehr so ein bisschen sein, weißt du, so Schmöcken nach verbrannten Haaren und verbrannter Haut. Stichwort Yves Saint Laurent. Das wäre so ein bisschen. Gut, der Name des Parfüms ist eh noch nicht geklärt, oder? Es könnte sein Karl Kugellagerfeld oder Coco Schnell. Coco Schnell. Die zwei sind im Rennen. Ich sage, Menschen, die nach Gummiabrieb, Regen und Asphalt schmücken, die heissen Aargauer. Bei uns haben wir den Aargauer. So, und damit willkommen. Grüezi wohl. Hast du jetzt auch noch ein Herz für die Aargauer, oder was? Ja, ich habe ja. Du bist an der Grenze aufgewachsen. Nicht nur, auch an der Grenze. Ist es schon Aargauer? Ja, ich bin Exilzürcher, das wissen viele nicht. Nein, ich habe gemeint, du sagst gerade an der Grenze. Ja, es ist, ja, aber ich war auf der bösen Seite. Oh, the dark side. Ja, also zuerst also geboren und so im Kanton Zürich, aber dann irgendwann sind wir in den Kanton Aargau gezügelt. Das war nicht immer einfach. Mhm, das kann man vorstellen. Aber merkt es heute ein bisschen. The pain. Ja, ja. Das Leiden treibt dann an. Wir gehen wieder eine halbe Stunde durch für euch. Wir haben schöne Themen. Weisse Haare im weissen Haus, der rote Pass und grüne Mörser. Zuerst mal möchte ich aber von meinen beiden Mitquotenmännern Maren Herz und Michael Schweizer wissen, wie geht es euch? Michael, willst du gehen? Ja, es geht mir hervorragend. Es könnte mir nicht besser gehen. Ich habe das erste Mal in meinem Leben, ich habe geerbt. Ui. Es ist mir wirklich das passiert, was man sonst eigentlich nur so aus Büchern und Filmen kennt, oder? Ich habe einen entfernten Grossonkel. Ah, okay, aber nicht deinen Grossvater. Ich habe kurz Angst gehabt, wir alle kennen die schöne Geschichte. Ein entfernter Grossonkel. Ja, man muss sagen, ich habe mal vor ein paar Folgen erzählt, wie mein Grossvater in Riesch schwimmen. Ja. Man kann das zurückhören. Ich erzähle es jetzt nicht nochmal. Ist nicht so gut angekommen innerhalb von meiner Familie, muss man sagen. Egal. Also, ich habe einen entfernten Grossonkel, den ich persönlich nie getroffen habe, aber ich weiss etwa aus welchem Ecken und so, dass er kommt. Und, was habe ich? Hat mir etwas vererbt. Nein. Ja? Nein. Der hat Berner Oberländer, einen Haufen Ländereien, Ackerland, Bauland, Gebäude, alles drum und dran, volles Programm. Und ich habe geerbt, habt euch fest, 172. 172'085. und die muss ich jetzt auch noch teilen mit meinen Geschwistern. Ich habe jetzt Erb abgelehnt. Wieso? Aus Gründen, oder? Weil du weißt, es könnte sein, dass dort noch ein Haufen Schulden rum sind. Man weiß es nicht so genau. Und du erbst halt Schulden wie auch mit. Oder? Also habe ich jetzt das Erb abgelehnt und muss jetzt für das 30 Franken zahlen. Für das, dass ich das Erbe nicht will. Ja. Also wirklich. Nie getroffen, nie gekannt. Jetzt muss ich noch im Staat 30 Franken stellen. Aber das ist ein der Highlights von der letzten Woche. Das andere Highlight ist auch die letzte Woche passiert. Ich musste fast 41 werden, um den blauen Brief zu bekommen. Jetzt weiss ich, wieso dass es blauer Brief heisst. Weil wenn du eine Betreibung bekommst, dann ist die blau. Ich bin betrieben worden. Von wem? Ja, von meiner Versicherung. Gut. Ja. Immer gut zu sagen. Wegen einer Versicherung, die ich vor Ewigkeiten gekündigt habe. Oder? Und die eigentlich in meinen Augen auch abgeschlossen war. In deinen Augen? Ja, long story short, in den Augen von der Versicherung ist die Geschichte noch nicht abgeschlossen. Okay. Und sie haben mich jetzt betrieben, 365 Franken. Hast du gerade vom Erb gezahlt? Nein, ich habe mit dem Erb gezahlt. Gesagt, ist gut. Nein, aber ich bin da eigentlich frohen Mutes oder guten Mutes, dass man das Missverständnis noch erklären kann, weil ich definitiv die Versicherung gekündigt habe. Darum
habe ich jetzt nicht so Angst. Wäre ein bisschen mühsam. Man muss einfach aufpassen, wenn das nächste Mal etwas ist und Leute aus der Versicherung und sie sagen, ja, nein, sie sind da nicht versichert. Ja, toi, toi, toi. Wir haben übrigens nachher noch eine Sitzung mit unserem Podcast-Chef. Also vielleicht gibt es noch einen zweiten blauen Brief für dich, wenn wir dich nächste Woche nicht hören oder so. Mal schauen. Aaron, wie geht es dir und vor allem, wie geht es an Mörli? Sehr gut. Ich habe ein kleines Update zum Mörli. Unbedingt, bitte. Ja. Das ist, das ist, hast du schon wieder vergessen, wer das Mörli ist? Mein Gott, ich lasse dich den Podcast nicht. Das Mörli ist unsere Vogelspinne, die neu in unserem Haushalt ist. Richtig, in einem Terrarium selbstverständlich. Kleines Update an dieser Stelle. Ich darf nicht mehr Mörli sagen, oder? Doch, sie hat bis jetzt nicht gewonnen. Ich habe gedacht, irgendwann wirklich hat sich eingeschaut, dass die Vogelspinne darf nicht Mörli heißen. Nicht mehr Mörli heißen. Der Tierschutz hat sich gemolden, so sagt man dem Tier nicht. Nein, sie hat angefangen, das ganze Terrarium umgraben. Ich glaube, sie sucht den Ausgang. Ja. Ich kann auch sagen, nein, gibt es nicht. Und ich kann auch sagen, sie folgen nicht sehr gut. Überraschend. Da müssen wir noch ein bisschen dran schauen. Ich muss ja die Leine nehmen. Vielleicht. Das ist das eine. Gewesen. Und zum anderen haben wir am Sonntag schön gemörgelt, haben dazu Toast gemacht und es ist mir einmal mehr aufgefallen. Toaster und Raclette-Öffeli haben so schön kurze Kabel. Ja. Kann mir jemand erklären, wieso? Hat jemand von euch eine Steckdose im Tisch drin? Nein. Nein, oder? Niemand hat eine Steckdose im Tisch. Was ist das für eine Idee? Machen anständig lange Kabel. Ja, das stimmt. Es sagt niemand, ja, komm, wir machen einen gemütlichen Raclette-Abend. Ja, wo? Ja, da unten am Boden bei der Steckdose zu. Das ist so. Ja. Hat es euch ins Hirn geschissen? Du musst jedes Mal, wenn du so einen dreckigen Raclette-Ofen führen ziehst, musst du auch das Verlängerungskabel. Immer. Das Verlängerungskabel gehört dazu. Ja. Du kaufst ja auch nicht ein Auto und dann sagst du, ja, pff, dann brauche ich einfach noch einen Abschleppwagen, dann geht der schon. Völliger Quark, ja, bitte. Ja, das Problem ist wahrscheinlich, dass der Chef von der Jura und der Roger Federer, die haben beide Steckdosen im Tisch. Da bin ich überzogen. Ja, wunderbar. Und müssen sie auch nicht selber einstecken. Die haben jemanden, der einsteckt. Das macht. Ich habe jemanden, der das für mich macht. Ja, genau. Ja. Oder das Verlängerungskabel holt. Und deswegen ist es für die Menschen nicht so ein Problem wie für uns, oder? Wie sind sie auf die Idee gekommen? Wir können es bei Staubsauger, wir können es bei Föhn. Nein, Raclette dürfen und Toast. Nein, dann machen wir es kurz. Die sollen leiden, die Leute. Ja, vor allem jetzt das Jahr, wo wir ja eh Weihnachten im Wald gehen feiern. Ja. Da brauchst du nur ein langes Kabel, je nachdem, was du wohnst. Oder? 800 Meter Verlängerungskabel, ja. Nein, wenn jemand dieser Frage könnte nachgehen und uns hier updaten, wäre ich sehr, sehr froh. Das nimmt mich wirklich Wunder. Vielleicht gibt es einen Grund, einen guten Grund. Keine Ahnung, ich bin kein Stromer. Vielleicht liegt es an dem. Meinst du, gibt es das Raclette auf ein Verlängerungskabelgesetz, oder? Vielleicht. Wo genau festlegt, wie lang ein Kabel an einem Raclette-Ofen in der EU darf sein. Nämlich maximal gefühlte 35 cm, oder? Mhm. Mehr ist in der Regel ja nicht. Mhm. Vielleicht ist es irgend so etwas. Oder vielleicht musst du halt einfach mal aufhören, irgendwie den billigsten Raclette-Ofen zu kaufen für 29,90 Euro. Nein, das ist der falsche Ansatz. Ich glaube, wir brauchen einen UPK, der das wirklich mal auch abklärt und untersucht. Und schau, dass wir das. Ich wäre froh, ein Puck oder was ist es? Ich auf, seit ewig. Oder wieso machst du nicht folgendes? Du entwickelst einen Raclette-Ofen mit einem ausziehbaren Kabel, weißt, wie einem Staubsauger, und gehst damit zur Höhle der Löwen. Mhm. Und dann wird das Big Time. Unbedingt. Durchaus möglich. Mhm. Nein, echt. Regt mich auf. Oder ein gasbetriebener Raclette-Ofen. Oder einfach ein Feuer auf dem Tisch machen. Wie früher noch! Ist doch auch gegangen! Fun Fact: es hat mir jemand erzählt, der Fußballer betreut für grosse Vereine. Apropos kurze Kabel. Sie haben dann kurze Kabel. Nein. Apropos Feuer in der Wohnung. Das ist tatsächlich einer aus dem afrikanischen Raum. Haben sie mal die Feuerwehr vorbeischicken, weil der hat wirklich am Boden ein Feuer gemacht, weil man das halt bei ihnen zu Hause so gemacht hat. Also, das ist kein Witz. Ja. Das ist wirklich, der ist da gesessen und hat das Zeug am Boden breiteln. Und dann haben sie gesagt, du, schwierig. Ja, er hat wenigstens können sein Raclette wahrscheinlich gut machen, ohne Verlängerungskabel. Ja, hat kein Kabel gebraucht. Mein Highlight von der letzten Woche war ein Live-Talk auf Instagram, den ich gemacht habe mit dem Alain Berset. Ihr habt das neidvoll beobachtet, habe ich gesehen. Ich bin ein bisschen eifersüchtig geworden. Ja. Ich bin auch erschrocken, als er sich eingeschaltet hat. Ich dachte, oh Gott, nicht schon wieder einer, der einen Podcast will machen. Kurz Angst bekommen, frage ich auch noch für einen. Also, ihr macht ihn aber, oder? Nein, machen jetzt nicht. Aber mein eigentlicher Highlight war dann, wir haben ja das Video miteinander gemacht und dann habe ich das wieder aufgeladen als Instagram-TV und habe das gepostet und ihn markiert. Und kurz darauf ist er mir dann gefolgt und hat einen Repost gemacht von dem Video, was ich wiederum sehr lustig gefunden habe und den Repost von seinem Repost gemacht habe mit dem Vermerk, Repost vom Bundesrat, heisst das, ich muss jetzt keine Steuern mehr zahlen? Fragezeichen. Mhm. Und dann geht es etwa eine Stunde und dann schreibt er in einer Direktantwort auf Instagram einfach «Nope». Das ist sehr,
sehr lustig geworden. Okay. Nice. Okay, also hast du ein neues Plus 1, kann man sagen. Ein neues Plus 1. Ja. Wir sind langsam obsolet, gell? So schnell geht es, oder? Völlig. Ja. Er müht sich da mit uns ab und treibt sich eigentlich mit einem Bundesrat und einem Herrn Kohl. Nenn es bitte beim Wort Elite. Ja. Ja, ganz Elite. Wichtig, das heisst Elite. Ja, ja. Aber der Büssi, man merkt halt schon ein bisschen, oder? Er ist Single und er hat das Beuteschema «Ältere Herren mit Glatze». Ja, siehst du? Darum habe ich auch keinen Live-Talk gemacht mit dem Sebastian Kurz. Der hat einfach zu viel Haar. Der hat einfach zu viel Haar, der ist mir zu jung. Ja, der ist mir zu jung. Ja, aber im Gegensatz zum Alain Berset greift der ja richtig Herz durch. Österreich geht jetzt am Dienstag zum zweiten Mal für 3 Wochen in einen Lockdown. Geschäfte müssen zumachen. Es herrscht Homeoffice und Homeschooling-Pflicht. Und man darf das Haus nur noch aus sogenannten driftigen Gründen verlassen. Hm? Okay, jetzt wäre es irgendwie ein Kellerwitz. Aber das machen wir nicht, oder? Also, es wäre ein billig. Ja. Also machen wir es, komm. Also, das wollte ich sagen, oder? Für die Kinder ändert sich ja nichts. Die sind schon im Lockdown gewesen, in gewissen Fällen seit Jahren. Und es wäre ein triftiger Grund. Also, das heisst, man darf nur aus triftigen Gründen darf man zum Haus aus. Oder? Mhm. Ist Flucht aus dem Keller ein triftiger Grund? Ist Nein, ich würde sagen. Nein, ich würde sagen schon. Gut, die Österreicher machen gerade einen nationalen Viertag daraus. Der Wolfgang Priklopil-Tag. Gott. Die haben eingesperrt sein, oder wie viele Österreicher sagen Kindheit? Also gute Kindheitserinnerungen. Ja. Ich sage eigentlich Home Office. Das wäre mehr Bayern, oder? Im Tirol vielleicht. Ich bin im Österreicher. Das Heim. Ich bin im Homeoffice. Ja. Aber schon, also bei allen schlechten Jokes, die wir jetzt die letzten Minuten gemacht haben, muss man natürlich auch ernsthaft sagen, oder? Mich dünkt so, alle rundum sperren sich wieder ein, oder? Deutschland hat auch so ein Teil-Lockdown zumindest, Österreich, Norditalien, Frankreich, ich weiß jetzt gar nicht auswendig. Aber ja, wir sind so die sagen, hey, wir gehen auf den Zermakko-Ski fahren. Ja. Wir sind so ein Schweden vom Süden. Wir sind Schweden vom Süden. Ja, ich war heute Morgen im Zug. Der Zug war knagelt voll. Also ich auch. Also, weißt, ich habe mich ja nicht beklagen. Du bist auch voll. Ja, ich bin auch voll. Nein, aber ich bin auch dort reingekocht. Es war 8 Uhr, es ist okay. Hallo, jetzt lasst doch den Mann am Morgen sein gemütliches Morgenbier trinken. Nein, du hast natürlich recht. Es ist noch speziell, oder? Wobei, ich habe jetzt da in so einer Telegram-Gruppe habe ich gelesen, wir machen eigentlich viel zu viel. Also, es ist nicht, also, von dem her... Also, mein Freund, der Alain Berset. Nein, aber also jetzt ernsthaft, ich finde, wir machen gar nicht so einen schlechten Weg, habe ich das Gefühl. Also, klar, ist jetzt natürlich, jetzt kannst du sagen, wir haben 100 Tote im Moment pro Tag. Das sind natürlich so zu viel, ist gar keine Frage. Auf der anderen Seite geht es hauptsächlich ja immer noch darum, die Intensivnetze zu überlasten. Und an diesem Punkt sind wir noch nicht. Plus, wir haben noch mal zusätzliche Kapazitäten, die wir könnten auffahren. Also, wir sind bei weitem noch nicht ausgelastet. Das ist eine schwierige Situation. Aber ich habe so das Gefühl, so blöd ist der Mittelweg gerade nicht. Ich weiß. Ja, ich kann sie, aber ich meine, rede mal mit Leuten auf der Pflege. Ja, wir haben viel zu wenig Leute in der Pflege. Durch. Ja, natürlich. Ja. Die Kaien durch. Ja, es hat genug Plätze. Ja, ja, aber diesen Zustand haben wir seit Jahren. Ja, das ist, das hat mit Corona nicht einmal mehr viel zu tun. Aber hat jetzt einfach nochmal den Druck wahrscheinlich massiv. Absolut, das schon. Ja, also ich kann es einfach schlicht und ergreifend nicht einordnen oder beurteilen, ob jetzt das der richtige Weg ist oder der falsche, ob jetzt ein Lockdown gescheit wäre oder ob alles aufgetan gescheit wäre. Ich kann es einfach nicht. Also das ist ja wie wenn ich jetzt irgendwie würde... am Auto mich über die Schulter schauen, wenn er jetzt da irgendwie etwas einstellt an meinem Auto und ich habe vorher ein YouTube-Video geschaut über einen einschlägigen Kanal und gebe ihm jetzt Tipps, wie er es machen soll. Ich kann es einfach nicht. Ich habe weder studiert auf diesem Gebiet, noch habe ich mich damit befasst, noch habe ich irgendwie eine Ahnung. So, das Einzige, was ich einfach sagen kann, ist, okay, ich kann einfach herhocken und hoffen, dass die verantwortlich sind, das Beste daraus machen. Oder? Und ich glaube, auch wenn du jetzt irgendwie so ein selbsternannter Spezialist bist, der sich jetzt seit 8 Monaten jeden Tag 8 Stunden damit beschäftigt, oder? Auch dann hast du nicht die Ahnung, wo Leute, gegenüber Leuten, die seit 20 Jahren Virologen sind oder Immunologen oder was weiß ich. Du hast es nicht. Punkt. Wir sind es einfach nicht gewöhnt, oder? In der Schweiz können wir über alles abstimmen. Ja. Wir werden zu allem gefragt. Und jetzt in Zeiten einer Pandemie langt die Zeit einfach auch nicht, um alle zu fragen und ist auch nicht angebracht. Gerade wenn ich sage, ich bin nicht sicher. Du musst reagieren und da sind wir uns, glaube ich, nicht ganz gewöhnt. Ja. Wir tun gerne sagen, ja, nein, und jetzt halt nicht, jetzt müssen wir es aushalten und einfach mitmachen. So bis zu einem gewissen Grad. Ja.
Und ich habe langsam das Gefühl, es ist den Leuten egal. Eben, überleg mal, wir haben 100 Tote pro Tag und du hörst es praktisch nicht. Also weißt du, in der öffentlichen Wahrnehmung. Das ist heftig. Das ist wirklich krass. Eben, wir haben das Beispiel heute Morgen gehabt. Heute Morgen in der Sitzung gesagt, ja, wir sind bei 100 Toten, kann man den und den Joke machen. Und dann weiss ich, was sind wir? Und ich glaube, so geht es wirklich den meisten Leuten, weil man hat das Corona so satt, man liest Nachrichten nicht mehr. Ich habe totales Verständnis für das. Ja. Aber es ist wieso, ja? Ja, das ist jeden Tag ein Flieger, der vom Himmel fällt und man findet so, nö. Also, ja, aber es ist halt wirklich, ich habe gefühlt ein bisschen auf Autopilot gestellt und finde einfach, ja, sollen sie es machen, oder? Weil, was ist die Alternative? Die Alternative ist, einen Telegram-Kanal eröffnen, oder? Und den ganzen Tag wettern, wie schlecht das ist und wie mies. Aber auch das ändert nichts. Ja, und nur weil du auch Michael heisst, bist du noch kein Wendler. Oder? Das gut, aber ich singe natürlich besser. Das stimmt natürlich. Ja. Vielleicht sind wir auch gerade froh, oder, dass in Zeiten von Corona uns ab und zu mal etwas von Übersee ein bisschen ablenken. Ja. Gibt es etwas Neues von Donald Trump? Ich weiß gar nicht, das ist schon lange nicht mehr gekommen. Der Donald ist auch graut. Habt ihr gesehen? Ja, er ist auch graut. Ja. Er hat die erste öffentliche Ansprache gehabt, seit mehr als einer Woche. Und das einzige Thema war eigentlich, dass er plötzlich grau ist, statt die komisch gefärbten blonden Haare hat. Er probiert sich einfach als Joe Biden zu verkleiden und so im Office zu bleiben. Wahrscheinlich. Ich bin der Joe. Ja, 100%. Der steht nachher und sagt, nein, der andere lügt. Ich bin der Joe Biden. Genau. Das wäre ein fix Er ist ein alternativer Joe Biden. Ja, ja, der wird dem anderen seine Geburtsurkunde sehen. Und sagt, er ist nicht der Joe Biden. Na gut, ich sage ja, er sollte nicht seine Haarfarbe ändern, er sollte seine Adresse ändern. Und zwar so schnell wie möglich. Ja, Zügelfirma schon mal bestellen. Ja. Ich glaube, sein Coiffeur hat die Wahl anerkannt und ist ausgezogen. Also der hat schon gesagt, okay, komm, weg. Ja, und ich meine, 74 und graue Haare, das ist jetzt auch komisch, hä? Seltsam. Ich meine, auf YouTube sieht man sie, aber... Ja, und Aaron hat da auch wirklich... 40 da, als, als weiss. Ein Zettel Donald also Trump, ich eigne mich perfekt als US-Präsident. Ja. Look, er ist vielleicht jetzt äußerlich grau, aber innerlich ist und bleibt er braun. Ja. Das ist das Entscheidende. Und ein bisschen orange. Und ein bisschen orange, ja. Oder es ist einfach so ein fortlaufender Prozess. Jetzt ist er grau, nachher fängt er an zu schimmeln. Schluss ist er grün. So ein leichtes Grün, wo der herkommt, genau. Ja. Oder er wechselt wieder zu rot. So gesamthaft, wie seine Hautfarbe dann manchmal ein bisschen. Ja. Da könnt ihr allenfalls dann auch den Schweizer Pass holen, oder? So, als Bewerbung. Ich bin schon rot, dann können wir den Pass eigentlich direkt geben. Das ist ja auch ein Thema diese Woche. Eine Woche lang erzählen Einbürgerte und Nicht-Einbürgerte im Radio und auf srf3.ch von ihren ganz lustigen Wegen, die sie teilweise haben müssen gehen, um an den Schweizer Pass herzukommen. Dazu gehören auch Einbürgerungstests, wo wir uns ein bisschen gefragt haben, was stellt die eigentlich für Fragen? Das ist crazy. Also da werden ja wirklich verrückte Frage gestellt. Und ich habe mir gedacht, ich meine, nur schon die erste Frage ist ja recht tricky, oder? Haben Sie den Weg dahin gut gefunden? Typische Schweizer Frage. Ja, okay. Ja, hast du den Weg gut gefunden? Nein, ich bin immer noch am Suchen. Nein, die erste Frage wird natürlich sein, sind Sie reich? Wenn ja, können Sie den Zettel jetzt abgeben? Sie haben bestanden. Das ist so. Schon ein bisschen so. Ist ein bisschen entscheidend. Du schon wohnst lange in schöner Schweiz. Du mich verstehen? Hä? Formulieren Sie das Wort «Küchekästli» bitte in 6 verschiedenen Dialekten. Das ist auch so etwas. «Küchekästli». Oder so ein bisschen, Sie stellen den Leuten vielleicht auch Schätzfragen. Schätzen Sie mal, wie viele Podcasts hat der Stefan Büsser? Sind es 12, 28 oder 72? Antwort Büssi. Das weiss doch nicht mal ich. Keine Ahnung. Das wechselt täglich. Und wir glauben es dir, ja. Nein, die stellen dir verrückte Fragen, oder? Zum Beispiel, mit wem schläft die Ex-Frau vom Bruder vom Dorfmetzger? So Sachen müssen die wissen. Statt in Klammer hinter mehrere Antworten möglich. Alle. Oder gibt es einen unbeliebten Kanton? Wenn ja, welcher und warum ist es Zürich? Oder die schwierigste Frage von allen. Was ist die Corona-Strategie vom Bund? Oder es ist einfach so, dass sie nicht nur Fragen beantworten müssen, sondern sie müssen auch Schweizer Fragen können stellen. Mhm. Oder zum Beispiel, ist da noch frei? Ja. Sind Sie im Wäschplan eingetragen? Und die wichtigste? Haben Sie gekommen? Ja! Also der Klassiker macht sich bei der Miss Schweizer namens auch, oder? Mhm. Dann musst du 7 Bundesräte aufzählen, bitte. Und du musst alle 7 können, außer der Gassis, weil das verlangen sie nicht mal von Ueli Maurer, dass er den kennt. Nein. Das ist wirklich... Der Ignazio Cassis. Ist er noch Bundesrat? Ich weiss, ich habe den Gag übrigens machen im Live-Talk mit dem Bärsee. Ja. Ich wollte sagen, mal will bei den Quotenmännern mitmachen. Wissen Sie, da sind noch 2 andere dabei, die sind ein bisschen wie Ignazio Cassis. Man weiss nicht, was sie tun, aber sie sind auch da. So ein Frecher. Meint der uns? Nein, ich meine andere.
Ja, ja. Meine, die anderen zwei, die man nie gehört. Ich war schon viel im Tessin diesen Sommer, oder? Ja. Aber wegen dem jetzt noch einen Kennung nachzugehen. Was hast übrigens, du Sofa? Nur schnell. Du hast Tessin falsch gesagt, mal Punkt 1. Oh, jetzt kommt es noch wie du sonst, wie du sonst sagst. Jetzt kommt Warte noch ein Tessin. Ja, richtig. Ich habe eine Nachricht bekommen auf Instagram, ja, eben weil einer sich ein bisschen enerviert oder zumindest da amüsiert hat. Das war nicht dass du eben Tessin sagst. Ja. Oder was war das andere, was du immer noch sagst? Danmark. Danmark, genau. Ja. Ich habe einen Haufen Fotos zugeschickt bekommen von Klassenkarten, wo drauf steht Danmark. Ja. Auf jeden Fall hat er gefunden, kannst du den Schweizer mal fragen, wie er Casino aussprechen würde. Casino? Casino. Ja. Wie sagst du Monopoly? Monopoly. Monopoly. Aha, nicht Monopoly. Nein, Monopoly. Bei uns sagst du Monopoly. Monopoly? Einbürgerungstest nicht bestanden. Weißt, der Herr Schweiz. Hast du mit dem Namen, den ich habe, musst du nicht mal antreten? Nein, ja, das stimmt. Nein, das ist natürlich ein Vorteil. Fun Fact am Rand: Es ist manches Jahr her, da stehe ich am Bahnhof bei uns im Dorf und warte. Ich bin daheim gewohnt, bin jung gewesen, und warte auf den Zug. Oder? Und plötzlich kommen zwei Zivilpolizisten, einer von links, einer von rechts, oder? Und fragen, ob ich mich ausweisen kann. Mhm. Ich sage, ja, kein Problem, gell? Da Idee führen. Er schaut drauf, lächelt mich an, gibt mir die Idee wieder und sagt, ja, es tut uns leid. Wir suchen jemanden, wir wissen nicht, wie er aussieht, aber Schweizer heisst er auf keinen Fall. Wow! Okay. Und dann hat er gesagt, und jetzt gibst du mir mal einen Zug. Komm. Und das war der Moment, wo der Michael Schweizer das erste Mal mit Racial Profiling in Kontakt kam. Das ist tatsächlich so. Ja. Aber wenn wir gerade zum Thema sind, Miss Schweiz, haben wir auch mitbekommen? Mhm. Miss Schweiz ist tot. Also nicht Miss Schweiz ist tot, aber die Organisation, ja, die wird es nie mehr geben. Miss Schweiz Organisation hat Konkurs angemeldet. Das ist traurig. Miss Schweiz Organisation und die Schweizer Ilo, oder? In der Konsequenz. Ja, wahrscheinlich. Ja. Haben die dann nichts mehr zu bringen? Ja, 90er Jahre müssen halt irgendwann einfach auch enden. Das ist so ein bisschen... Jetzt müssen halt alle alten Ex müssen noch weitermachen, bis sie 80 sind. Oder? Also eigentlich haben das nicht. Nein, aber das ist tragisch. Das ist tragisch. Wer eröffnet den Garage im Nachbardorf hin? Mhm. Wer kommt als Jubiläum und schneidet den Bändel durch? Mhm. Na gut. Vielleicht, Büssi, könnte man das Missenproblem in einem Podcast lösen. Hast du noch Kapazität? Durchaus möglich. Ja? Nein, aber du willst die ja sehen, oder? Aha. Aber nein, das ist auch nicht mehr okay. Oder? Im Jahr 2020 ist es nicht okay, dass sich Frauen halbnackt präsentieren müssen. Mhm. Im Jahr 2020 machen sie das freiwillig auf Instagram. So sieht es aus. Richtig. Mhm. Ja, zum ersten Mal brüllen die Organisatoren und nicht die Kandidatinnen, oder? Mhm. Das ist jetzt ein neues Bild. Ja gut, kann man das vielleicht mit meinem Bachelor kombinieren oder so? Das wäre doch eine Möglichkeit, dass man einfach sagt, okay, irgendwie die Bachelor-Kandidatin am Schluss muss nicht den Bachelor nehmen, sondern sie ist dann Miss Schweiz oder irgendwie so. Mhm. Mhm. Er sucht eigentlich die neue Miss Schweiz aus und sie muss dafür nicht mit ihm zusammen sein. Ja, das wäre sie muss nicht mit dem Vujo schlafen oder mit dem Bachelor, dafür ist sie Miss Schweiz. Oder sie kann sich entscheiden, nehme ich den Bachelor, dann bin ich Siegerin vom Bachelor, oder nehme ich das Miss Schweiz-Amt. Na gut, aber dann nehmen alle das Amt. Bin nicht sicher. Hä? Bin nicht sicher. Komm hier auf. Hast du die Sendung mal geschaut? Das ist furchtbar. Aber das wäre doch die bestmögliche Kombination. Dass man macht einfach so ein Missen, eine zwölfteilige Sendung auf 3+, und die am Schluss noch übrig ist, oder die wirklich... Fun Fact, sie haben das machen. Ja. Respektive, sie haben es ja sogar gemacht mit Sat.1. Es war, glaube ich, eine vierteilige Serie gewesen, mit der Weniger in der Jury, Rigozzi. Das Problem war, dass die machen, das falsch angegangen haben. Die haben wirklich eigentlich etwas Seriöses, Schönes machen. Nur interessiert das 2018, ist das dann, glaube ich, einfach keine Sau. Das schaut dir niemand. Oder? Die Leute schauen den Bachelor ja nicht, weil es gut gemacht ist, sondern weil es fucking Trash ist. Ja. Und weil es einfach, weil du dich so fremd schämst beim Schauen, dass du das Gefühl hast, mein Leben ist doch eigentlich ganz okay, wenn ich die Menschen sehe. Und das hättest du mit der Miss Schweiz Blöd gesagt, auch müssen machen, du hättest dich bloßstellen ohne Ende. Also quasi bis auf eine. Und das hat, ja genau, und das hat Sat.1 damals nicht machen wollen. 3+ hat sich ja recht schon eigentlich gesichert für Miss Schweiz Wahl, hat denen das Konzept vorgestellt. Offiziell hat es dann geheißen, man hätte unterschiedliche Vorstellungen. Inoffiziell ist natürlich klar, 3+ hat aus dem eigentlich wollen, auch wahrscheinlich ein bisschen etwas Trashiges machen. Und Miss Schweiz Organisation hat gesagt, wir wollen uns den guten Brand nicht kaputt machen. Fun Fact, Corona did it now. Also, wir wollen uns den Brand nicht kaputt machen, das können wir auch selber. Das können wir auch selber. Das brauchen wir 3+. An dem schaffen wir schon seit Jahren, um den Brand kaputt zu machen. Nein, aber das ist wirklich so. Also ich glaube, ich hätte das 3+ durchaus zutraut, dass die Marke nochmal bekannt gemacht hätten. Bekannt auf alle Fälle, ja. Es wäre definitiv nicht mehr wahrscheinlich der gleiche Titel gewesen, aber es hätte auf jeden Fall Zickerkrieg und all das Zeug gegeben, wo die Leute halt wahnsinnig gerne gesehen im Fernsehen. Ja, vielleicht kommt dann nochmal etwas.
etwas so, hä? Ich weiß, ich habe das Gefühl, so Zeit vom Missen ist schon wirklich... Völlig überholt. Also auch Mister, abgesehen davon, es geht nicht einmal nur um das. Also es ist in aber das, was rauskommt, muss ja dann nicht Miss Schweiz heissen, aber das kann ja dann Miss 3 Plus irgendetwas heissen oder irgendwie aber das ist doch Miss Island so oder irgendwie so. Ein überholtes Konzept, ne? Ja. Völlig wir. Komm, wir stellen da Leute auf die Bühne und sagen, wer schön ist und wer nicht. Ja, aber, so, aber also das Bachelor-Format ist ja gar nicht so weit von dem weg. Nein, ja, aber es ist nicht so offiziell, oh, du siehst gut aus oder nicht. Auch wenn es als Zuschauer machst vielleicht für dich, aber nicht offiziell noch sagen, schöner Mensch, nicht schöner Mensch, schöner Mensch, nicht schöner Mensch. Mhm. Das glaube ich gar nicht. Ich weiss noch, früher ist das sogar noch ein SRF gekommen, oder? Das war eine grosse Kiste. Einmal hat das der Kirchberger moderiert und das war so gut gewesen. Dann haben sie es abgesetzt, weil es viel zu her war. Und ich meine, es ist noch, im Vergleich zu dem, was heute am Fernsehen war, ist es überhaupt nicht her gewesen, oder? Ja. Das war eigentlich das einzige Mal, gewesen, um es schauen zu können. So, ein ganz anderes Thema. Das VBS hat auch Schlagzeilen gemacht. Die haben im Sommer 32 Mörser gekauft für 404 Millionen Franken. Zum Vergleich, das ist das gleiche Budget, das wir jetzt für Impfstoffe ausgeben. haben sie für Mörser ausgegeben. Ja. Jetzt ist aber ein bisschen blöd, weil brisante Dokumente zeigen, wenn es regnet oder schneit, kann das feuchte Munition geben, die dann unter Umständen nicht zündet. Ja. Oh nein! Und falls es doch tut, nicht ganz so zielgenau wie gewünscht. Nein, jetzt hat da mehr etwas, das nichts bringt. Ja. Das kommt raus, wenn du einen Mörser auf Wisch bestellst. Oder? vielleicht noch schnell für die Armee-Gegner unter unseren Hörerinnen und Hörern. Was ist ein Mörser? Arno, du bist im Militär gewesen. Ich kann dir erklären. Sehr kurze Zeit, aber es ist so eine Vorrichtung, die so eine kleine Rakete abschießt. Das ist die sehr einfach erklärt. Oder eine Granate. Ist eine Granate. Eine Rakete hat ja einen eigenen Antrieb, oder? Ja. Und das hat ja ein Mörser, glaube ich, nicht, oder? Genau. Also, nur ganz kurz herhören. Was heisst nur eine kurze Zeit in der Armee? Sehr, etwa eine Woche. Ah doch? Ja. Aber hä? Dann hast du die Geschichte mal erzählt? Habe ich es irgendwie verpasst? Ja, es war ein lustiger Vorfall gewesen, und dann bin ich wieder heim. Können wir ein anderes Mal besprechen. Das ist ein Krise. Vielleicht frage ich da alle Bärse, was nicht passiert. Soll ich mal Uli DM schreiben? Ja, wenn die Mörser jetzt natürlich nur bei schönem Wetter funktionieren, dann gibt es Krieg. Aber jetzt einfach bei schönem Wetter zwischen 18 und 5. Ja. Das wäre ideal. Bürozeiten. Ja. Mhm. Nachher ist es Feierabend. Und wenn wir einen Krieg ziehen, dann entscheidet neu der Thomas Bucheli. Ja, jetzt stell dir vor, sie rufen zuerst beim Bucheli an. Sie haben Bucheli, schnell eine Frage. Wir würden gerne Frankreich angreifen. Ja. Wann ist das beste Wetter diese Woche? Für unsere Mörser. Oder? Für unsere Mörser. Oder sie nehmen nochmal weitere 200 Millionen in die Hand und lassen eine Wetter-App entwickeln, nur für das Militär. Weil die normalen Wetter-Apps die funktionieren nicht so gut für das Militär, weil das Militär braucht natürlich eine App in Tarnfarbe. Ja, natürlich. Und, das, und die umfärben, das kostet 200 Millionen. Oder? Du darfst sie ja gar nicht sehen auf dem Handy. Du musst einen speziellen Code eingeben, dass sie aufgeht. Ja. Gut, wir greifen ja nicht an. Das machen wir ja nur verteidigen. Ja. Wir würden uns ja nur verteidigen. Ist das so ein Mörser auch zum Verteidigen? Ja. Arno, du bist eine Woche in der Armee. Also, als Experte kann ich auch sagen. Hast du eigentlich einen YouTube-Channel, wo du die Armee kritisierst? Du kannst eigentlich auf Telegram einen Armee-Channel machen. Ja, aus genau. Dein Wissen aus einer Woche RS in den 90er Jahren, das langt eigentlich. Finde ich auch. Ja, ist dem Mörser recht wurscht, ob der andere angreift oder verteidigt, wenn es auf der Grin geht, dann klopft es fertig. Okay. Ich glaube, wir müssen einfach hoffen, dass der Find nicht zuerst ein Skigebiet angewinnt. Ja, das wäre schlecht. Es ist nass, es ist Schnee. Es hat alles. Ja, aber weißt, es ist ja eigentlich auch völlig egal. Schlechtwetter, Schönwetter, Hans was heiri, bis im nächsten Sommer haben die Mörser eh wieder verloren. Wir reden hier vom VBS. Das stimmt. Aber Fun Fact am Rand, vielleicht noch für euch zwei, Geschichtsunterricht. Ich Achtung, Geschichtslektion mit Michael Schweizer. Geschichtsunterricht in den Podcast. Vielleicht noch irgendein Kaffeemusik in den machen. Geschichtsunterricht in den Podcast einflechten. Das Problem ist ja nicht neu innerhalb der Armee. Das Problem hat zum Beispiel die amerikanische Armee im Vietnamkrieg gehabt, weil ihre Waffen, ihre Maschinengewehre und ihre Pistolen und alles im Schlamm und Dreck im Vietnam, in dem Dschungel aus, oder, völlig unbrauchbar war, immer verdreckt, verklemmt, oder, währenddem dass die Vietcong Kalaschnikows gehabt aus Russland. Und wie wir ja alle wissen, dass von daheim Gebrauch, oder, wirklich so eine Kalaschnikow, die kannst du im Sand begraben, oder, kannst du einbetonieren, ausspitzen, rausnehmen und die schiesst. Die schiesst einfach immer. Das ist ja der grosse... Vorteil von der Kalaschnikow AK-47, sagen wir. Ja. Im Fachjargon. Ja. Im Darknet, sagen wir am Lake. Und es ist dann so weit gegangen, dass nachher dann die amerikanische Armee sich auf dem Schwarzmarkt Kalaschnikows besorgt hat, um ihre Leute dort
ausrüsten, oder? Haben den Krieg trotzdem verloren in Vietnam. Gut, die Amerikaner werden vielleicht nicht sagen verloren, aber sie hat nicht gut ausgesehen dabei. Ja. Mhm. Geschichtslektionen mit dem Michael Schweizer. Nächste Woche die Schlacht von Marignano. Was ich mich noch gefragt habe, wenn du sagst, so eine, die 404 Millionen, das ist das, was man für Impfungen ausgeht, mhm, dass du jetzt musst entscheiden musst, willst du eine Impfung oder willst du so eine Mörsergranate ja daheim haben? Ja. Wenn alle eine Mörsergranate haben und sie zünden, dann haben sie das Problem auch gelöst. Ja. Ja, ja. Nützt ja sicher gegen Corona, ja, wenn, ja, wenn dir die daheim abgeht. Ja. Kann man sich mit einem Mörser impfen? Also. Ich frage alle ein bisschen. Was der jetzt eins blöfft. Das ist unfassbar. Wenn wir sagen, du hast jetzt mit Berset für euch immer noch Herr Bundesrat Berset, ja, für ihn den Alain. Ja. Nein, ich bin nicht, nein, wir sind nicht per Du. Und Fun Fact, in meinem anderen Podcast, den ich mit Daniel Koch mache, habe ich ihn letzte also Woche getragen. Also einer von denen vielen. Aber den, den ich mit dem Koch zusammen mache, den ich nicht sagen wie er heisst, dort habe ich ihn gefragt, ob er eigentlich per Du ist mit dem Alain Berset. Jawohl. Und ist er nicht. Der Daniel Koch und Alain Berset sind nicht per Du. Wieso, ne? Ich denke, das ist doch, wenn du so eng zusammen schaffst, also vielleicht, weil wir einfach in einer Branche sind, wo sich alle du sagen, gut, ist das vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Jetzt müssen wir schnell etwas aufdecken, oder? Ich meine, wir machen hier einen auf lustig und lässig miteinander. Ich meine, wir sitzen uns eigentlich ja, in der Sitzung sitzen wir uns. Im Podcast tut man sich duzen, das ist einfach haha, lustig und es tönt so ein bisschen, oder? Kollegial. Ja. Nein, wir sitzen. Das, das machen wir nicht. Aber was eine lustige Anekdote ist aus dem Leben von Radiomenschen, wenn ich da raus kann weitergehen, ist, dass man sich viel gegenseitig den Vor- und den Nachnamen gleichzeitig sagt, weil man am Sender sich immer so sagt. Ja. Man sagt sich am Sender, bei mir im Studio ist der Stefan Büsser, oder? Und der Aaron Herz ist da und der Michael Schweizer ist da. Und dann ist es wirklich häufig so, dass du hockst irgendwo in der Redaktion oder so, du Stefan Büsser, hör mal schnell, obwohl es nur ein Stefan gibt oder nur ein Büsser. Man sagt sich häufig innerhalb von der Radio-Crews, sagt man sich Vor- und Nachnamen, weil man das auf dem Sender auch so macht und tut sich das so wie übertragen ins normale Leben. Ja. Außer dem Aaron sagen viele einfach doppelt. Oder Arno. Und in Zeiten vom Schwingfest sagt man mir den Herz-Aaron. Herz-Aaron, genau. Ja, wir kommen zu einer herzlichen Empfehlung, die Michael Schweizer gegangen ist in Sachen Comedy-Empfehlungen. Ja, ich weiss nicht von wem. Irgendjemand hat mir auf Instagram geschrieben, du schau mal, da ist noch eine Comedy-Empfehlung. Das war Alain Berset. Es könnte Alain Berset sein. Ich klicke drauf und sehe eine Frau. Und zwei Sachen sind mir durch den Kopf. Erstens, die sehe ich, kenne ich die gerade auch so aktuell. Also ich kenne sie nicht als Comedienne. Aber aus der aktuellen Star Trek Discovery-Serie auf Netflix, die ich schaue. Grosse Netflix-Empfehlung, Star Trek Discovery, unbedingt schauen. Vor allem, wenn ihr in den 90er Star Trek Next Generation geschaut habt, Picard und so, wenn ihr das geschaut habt, dann ist das, als könntet ihr eine Serie, die euch in Jugendjahren fasziniert hat, schauen, einfach in moderner und lässiger aufmachen. Wirklich, Star Trek Discovery. Ich komme nicht mehr raus, hätte ist ja gleich. Und dort spielt Tig Notaro spielt mit Australierin. Sie sieht aus wie Tom Cruise als Frau. Das stimmt, das sieht sie wirklich. Ja, kann man sogar schauen, unbedingt. Und sie ist vor allem aber auch wahnsinnig lustig, eben Stand-Up-Comedian. Tig Notaro hat auch diverse Specials, unter anderem auf Netflix. Also wenn ihr etwas Lustiges schauen wollt und nicht die Empfehlung von Michael Schweizer, dann schaut ihr Tig Notaro da einen kleinen Ausschnitt. I've been hanging out with my childhood friend and she has children. And it's one of the things that bring me so much joy to see a parent and child when a fire truck is approaching. You hear the siren. And the mother's like, a fire truck, fire truck. The kid's like, fire truck. Yeah, fire truck. So exciting. But let's not forget what is going on the other side of this siren. There is a horrible tragedy. Fire truck. One clap, thank you. No, one at a time. Tig Notaro, unbedingt schauen, wirklich, grossartig. Das ist wirklich wahr, man überlegt sich manchmal nicht, was passiert am anderen Ende. Schau mal, das Polizei. Oh, schau, Träger, mega cool. Ja, da stirbt gerade jemand. Ja, es ist tatsächlich ein bisschen so. Es ist wie bei uns, man schaut gerne an, obwohl man weiss, eigentlich ist nichts Gescheites dabei. Das ist so ein bisschen, wenn man uns Videos schaut. Man kann nicht richtig wegschauen oder weglassen, soll uns ja recht sein. Wir bedanken uns auch ein Jahr nach Start nochmal ganz herzlich für alle, die auch diese Woche wieder eingeschaltet haben und sich gesagt haben, ein Jahr haben wir nicht gelangt. Wir hören es weiter. Merci vielmals für das und bis nächste Woche. Das ist der SRF Satire-Talk. Quotenmänner. Oh.
Präsentiert vom Stefan Büsser, Aaron Herz und Michael Schweizer. Online Karin Tommen, Distribution Hans-Jörg Bolliger. Ton- und Audio-Layout Benjamin Pogonatos. Projektverantwortung Susan Witzig. Und das Geile ist, weil ich jetzt am Anfang gesagt habe, der Schweizer kommt dann vielleicht nach unserem Gespräch mit dem Chef jetzt nochmal einen blauen Brief über. Und man wird es hören, wenn er nächste Woche nicht da sitzt, ist, dass ganz viele werden verschrecken nächste Woche, weil der Michael Schweizer nicht da sitzt. Ja, aber wir müssen jetzt nicht darauf eingehen. Oder? Also, das sehen dann die Leute schon. Die werden dann schon einen Unterschied merken. Qualitativ in diesem Podcast. Ja, auf jeden Fall. Da würde ich zum Beispiel fehlen, dass niemand mehr gute Witze erzählt. Früher habe ich in diesem Podcast eine Zeit lang Witze erzählt. Das ist jetzt vorbei. Zwei Wochen. Anno da zumal. Ja. Ich habe viele Nachrichten bekommen, Feedback drauf, auf meine Witze innerhalb des Podcasts. Muss ich sagen. Sind wir gespannt. Was soll man sagen? Es haben auch 70 Millionen Menschen Donald Trump gewählt. Weißt du, was ich meine? Soll ich einen Witz erzählen? Wirklich, ich habe extra nicht gefragt. Ich dachte, das ist ja so klar, dass er will, dass wir fragen. Also, es ist so gewesen. Ah, Gott, also. Darf man, also ich packe schon mal zusammen. Man sagt es zwar, glaube ich, nicht mehr Indianer, aber es ist so ein Native American-Stamm. und dann kommt ein junger Indianer kommt zum, zum Häuptling. Ja, so ein Jugendlichen, oder? Kommt zum Häuptling und sagt: Häuptling, jetzt muss man etwas erklären. In unserem Stamm ist es ja so, dass nicht die Eltern dem Kind den Namen geben, sondern du gibst jedem Kind, das innerhalb des Stamms auf die Welt kommt, gibst du den Namen. Und das sind ja Dutzende, wenn nicht Hunderte Namen jedes Jahr. Wie kommst du auf all diese Namen? Dann sagt er: Das ist ganz einfach. Du musst dir vorstellen, wenn das Kind auf die Welt kommt, dann trete ich raus, in die Natur raus und dann schaue ich. Und wenn dann in dem Moment ein Adler vorbeifliegt, dann heisst das Kind starker Adler, oder? Oder wenn die Sonne aufgeht, dann heisst das Kind aufgehende Sonne. Aber sag mal, wieso willst du das wissen, zwei f***ende Hunde? Ja. Das war lustig. Nächste Woche gut, hast du Ferien. Michael Schweizer. Aus Gründen.